Nachdem jetzt klar ist, dass die Übergangsphase nicht verlängert wird, ist es Zeit für ein neues GTI-Brexit-Update. Wir geben Ihnen einen Überblick über den aktuellen Verhandlungsstand und werfen einen Blick in die Entwürfe für ein Freihandelsabkommen. Ab dem 01.01.2021 gibt es eine neue Zollgrenze, unabhängig davon, ob es ein Freihandelsabkommen gibt oder nicht. Wir möchten Sie darüber informieren, was wir schon wissen, zum Beispiel über den neuen britischen Zolltarif und über die Einführung von Zollkontrollen, die stufenweise erfolgen soll, auf britischer Seite. Aber nicht nur Waren überschreiten die Grenze, auch Dienstleistungen werden grenzüberschreitend erbracht. Heute gilt die Dienstleistungsfreiheit. Dies wird sich allerdings zum Jahreswechsel ändern. Was genau zum 31.12. an Neuerungen auf Sie zukommen könnte, wollen wir daher im Rahmen unseres sechsten Brexit-Updates genauer beleuchten. Und die Arbeitnehmerfreizügigkeit endet auch. Deswegen sehen wir uns das neue britische Einwanderungsrecht post-Brexit etwas genauer an. Da wird sich nämlich fast alles ändern. Und was ist eigentlich mit Dienstreisen? Das besprechen wir dann am 21. Juli. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.